Moin Jungs, Adi's back und willkommen zur 870. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. In der letzten Folge haben wir hier oben die ganzen Bäume endlich hingepackt. Wir haben auch noch ein bisschen weiter gemacht an den Klippen. Könnt ihr an diesen kleinen Löchern sehen. Es war ein Zuschauervorschlag und ein ziemlich guter noch dabei. Und deshalb machen wir jetzt hier auch direkt weiter mit den Bäumen, weil die einfach dem Ganzen noch so viel mehr geben, finde ich. Man könnte hier fast nochmal so einen dicken hinsetzen, aber ich glaube, das nimmt dann wirklich überhand. So, wunderbar. Dann setzen wir hier vorne auch noch einen hin. Hier unten dieses Tal müssen wir irgendwann auch noch irgendwie nutzen. Da weiß ich aber auch noch nicht genau wie. Das ist aber auch noch Zukunftsgeplänkel, weil wir haben erstmal genug Baustellen, würde ich sagen. Und da guckt halt eh nie einer hin. Also, das ist auch egal. So, machen wir das noch hier hin. Dann packen wir hier unten. Ja, doch. Packen wir hier unten noch einen hin. Von den anderen. Ach komm. Wir haben kein Bone Meal mehr. Lecko Fricko, ey. Das ist nicht cool. Das ist auch nicht cool. Das ist ja Katastrophe. Hilfe. So. Es fehlt aber leider immer noch eine Baumart. Zwinker, zwinker. Damit wir etwas sehr Großes anderes bei der Stadt weiterbauen können. Zwinker, zwinker. Ich finde auch witzig, dass ich Zwinker, zwinker sage und den echt Zwinker, zwinker sage. Mache. Hier vor der Kamera, vor dem Mikro. Wenn ein Mikro erstens nicht was sieht und zweitens ich mich nicht zeige und das auch keiner sieht, aber egal. Muss nicht mal alles so logisch sein, glaube ich. So, jetzt machen wir hier nochmal die Dinger weg. Ich weiß auch nicht genau, was die hier sollen. Ich habe die da nicht hinbeordert. Aber wir brauchen die auf jeden Fall noch. Kann das hier mal endlich grün werden? Ich verstehe es nicht. Also guck mal, wie langsam das grün wird. Was soll das? So, eins hat gefehlt. Das ist auch wieder typisch. Ich wollte hier hinten aber noch welche hinmachen. Zack. Eigentlich würde ich gerne hier noch einen hinmachen. Zack. Cool. Jetzt haben wir hier auch viel mehr noch so einen kleinen Wald. Könnte man den schon fast nennen. Hier noch einen hin oder ist es zu viel? Ich will es auch nicht komplett übertreiben. Sagt er, nachdem er da einen kompletten Regenwald angelegt hat. Aber bisher sieht es gut aus, würde ich sagen. Bisher ist es nicht zu viel. So. Wunderbar. Das passt doch. Würde ich hier oben gerne noch ein paar Blümchen haben. Und hier müssen wir es auch noch ein bisschen schöner machen. Hier fehlt das nämlich auch noch, die Begrünung. Also jetzt nicht viel, aber ein bisschen halt. Hör doch auf, gibt doch nicht immer rote, gibt große. Gibt es irgendwie ein Datapack oder so, was es unmöglich macht, dass die großen überhaupt spawnen? Weil ich hasse die Dinger. Sieht so hässlich aus. Ich bin fast auf die Zunge gebissen, aber nur fast. Das sieht trotzdem so scheiße aus. Und ich mache die eh wieder weg. Also es ist einfach nur Bone Meal, was dafür flöten geht. Da muss ich mal googeln, ob es sowas gibt. Das hole ich mir sofort. Tod dem hohen Gras, ich sag's immer wieder. So. So. Und so. Und sogar hier an so Stellen, wo es eh niemals jemand sehen würde, hau ich's lieber weg, weil ich so hässlich bin. Sogar bei den Seed-Videos, wo nebenbei auch bald mal wieder eins kommen müsste, wenn ich da irgendwo bei einem Seed neu spawn und da ist was in der Nähe, bevor ich die Aufnahme dann da mache, hau ich das Ding trotzdem weg. Weil ich die so hässlich finde. Ist das normal? Ich weiß es nicht. So. Gut. Das muss jetzt hier aber auch reichen. Falls ihr es seht, ich habe den Effective-Mod nicht mehr. Fällt mir gerade auch selber wieder mal auf. Auch länger her. Aber er hat mich abgefuckt. Der sah öfter scheiße aus, als dass er gut aussah. Dann habe ich mir gedacht, was soll's. Es war irgendwie an der Zeit. Ich nehme den hier nochmal weg. Ich habe nämlich gerade eine Idee. So, mache ich hier eine Stair hin. Den nehme ich weg. Und mache hier einen Slab hin. So. Und hier nochmal so. Und dann
Kommt hier nämlich endlich auch der Wasserfall. Und da das in diesem Block ist, wird er auch nur ein breit. Das finde ich ziemlich nice. Ich finde das jetzt allerdings nicht mehr so nice. Bedeutet... So. Okay. Was wir hier bei dem Felsen noch ändern könnten, ne? Das Ding ist halt, der kommt halt von da unten und geht einfach hier so hoch, wie so eine Treppe. Keine besonders schöne Treppe, aber eine Treppe. Was ist aber, wenn wir dem hier quasi nochmal so eine kleine Beule geben würden? Es könnte, das ist das wichtige Wort dabei, es könnte besser aussehen. Es könnte. Es wird es wahrscheinlich nicht, aber es könnte. Das ist so ein bisschen das Problem dabei, dass ich es halt auch nicht mit Sicherheit sagen kann. Wann kann man das schon mal? Deswegen machen wir das jetzt hier einfach mal provisorisch mäßig hin. Kann auch nicht mehr reden scheinbar. So, dass man dem da einfach nochmal so ein bisschen mehr unterschiedliche Sachen gibt, weil das ist halt alles einfach so, es geht hier so hoch. Das ist zwar an sich nicht schlecht, aber es ist nicht genau, wie ich es gern hätte. Das war kein miserabler Reimversuch, das war einfach nur komisch geredet. So. Machen wir mal ein paar Sachen holen. Aua. Nase gebrochen. Hab schon wieder keinen Stein mehr, das ist auch typisch. Und dass ich hier nie hochkomme, ne? Das regt mich wirklich richtig auf. Da werde ich richtig, richtig sauer. So. Zack. Andesite. Zack. Zack. Jetzt haben wir im Endeffekt exakt dieselbe Scheiße wie vorher. Nur irgendwie ein bisschen höher. Also das hat nicht geklappt. Ich habe sowas noch nie gebaut. Das ist schwierig. Lach nicht, Wolfkopf, lach nicht. Assi. Okay, wir müssen nochmal Stein holen. Das wird so nix. Ich habe übrigens heute... Das hört sich jetzt komisch an. Ich habe mich rasiert. Aber ich habe mir, habe ich schon öfter, ein Goatee gemacht. Aber heute habe ich wirklich gezaubert. Heute bin ich wirklich selber sehr, sehr zufrieden, wie der aussieht. Ich kann euch nicht genau sagen, warum. Aber heute finde ich ihn einfach noch besser als sonst. Ich würde irgendwie gerne dieses Mossy Cobblestone noch mitnehmen. Aber ich habe eigentlich nichts anderes. Ja doch, wir können ja Cobblestone hier lassen. Und ja, okay. So, also heute habe ich wirklich gezaubert. Ich habe es auch einfach mal freihand, einfach so mit so einer Rundung da unten unterm Kinn so reingeschnitten. Und es hat einfach funktioniert. Es sieht nicht aus, als hätte das ein Dreijähriger gemacht, der blind ist und nur einen Arm hat. Obwohl, du brauchst auch nur einen Arm, aber trotzdem. Es sieht aus, als hätte das wer gemacht, der Ahnung hat. Also nicht ich. Und das finde ich ziemlich gut. Das finde ich ziemlich, ziemlich nice. So. Irgendwie in der Art. Natürlich hier diese komplett gerade Wand, die wird auch noch irgendwann anders sein müssen. Anders werden, wie auch immer. Und hier, so Sachen gehen natürlich auch gar nicht. Da müssen wir jetzt generell nochmal ein bisschen arbeiten. Weil sowas hasse ich. Auch, dass das bei Vanilla passiert, wenn die Bäume generieren. Ich finde das so schrecklich, wenn da unten dann so ein Erdblock drunter ist. Ich hoffe, ihr habt euch gestern nicht gedacht, was macht der Spaß denn jetzt? Warum macht er das nicht schöner? Auch hier war noch einer, wusste ich. Zack. Bei den Dschungelbäumen natürlich genauso. Das ist klar. Hier nicht, hier haben wir Glück gehabt. Ich glaube, die Dinger sind sogar damit schon fast fertig. Jetzt werden wir hier trotzdem nochmal hier und da und tralala ein bisschen Dings machen. Macht keinen Sinn so. Macht auch keinen Sinn. Ich mache da einfach einen kompletten Block hin und dann ist gut. So. Hier und da so ein bisschen die Vines reinmachen, wollte ich sagen.
gesagt. Wir haben natürlich nicht so viele, aber die, die wir haben, können wir auf jeden Fall benutzen. So, und ich würde gerne irgendwo noch, wie wäre es mit da, dieses Mossi-Ding da reinpacken, weil es halt einfach schon alt ist. Und ich weiß mittlerweile sogar, wie das geht. Mit den Vines und dem Block. So, jetzt seid ihr stolz, oder? Habe ich mir gedacht. Früher habe ich gedacht, man muss die einfach finden. Wahrscheinlich ganz früher musste man das auch, aber mittlerweile hat man ja das große Glück, dass Mojang auch ein paar Sachen hinzufügt, die cool sind. Nicht irgendwelche Default-Skins in 5 Hautfarben. Da komme ich immer noch nicht drauf klar. Ne, wen interessiert das? Das ist eh wieder so ein Feature für Bedrock-Spieler und Bedrock-Spieler sind eh lost. Also labern die da länger? Die haben länger über diese Default-Skins gelabert als über die 1.20. Wo ist der Sinn? Da ist keiner. Richtig. So. So. Hier könnte man das sogar vielleicht irgendwie machen, finde ich, mit den hier, Cobblestone-Zeug. Weil das irgendwie nicht schlecht aussieht unter Wasser. So. Und dann hier und da. Ich finde es irgendwie cooler, wenn hier dann nicht noch in der Mitte Erde ist, beziehungsweise wenn die dann nicht wieder höher ist. Sondern dass das einfach so eine Art Verlauf ist. Stehst du? Gut, weil ich nicht. Also den Diorite müssen wir hier trotzdem wegmachen. Das geht so nicht. Das kann man nicht machen. So. Tough. Und so. Und dann sieht das hier auch nochmal. Ja, das sieht besser aus. Bis auf das bisschen hier. Das sieht zum Beispiel auch scheiße aus. Weil du siehst scheiße aus. So. Dann zack. Und dann doch nochmal hier den einen Slab rein. Und dann haben wir das fast. Und den noch dahin. Und hier nochmal ein. Und dann sieht das hier wirklich besser aus. Vor allem, wenn wir mit dem Wasser nochmal gucken, dass wir die Slabs auch waterloggen. Und die Stairs. Und generell alles. Ich fände halt schön, wenn dieser Soundmod, den wir hier ja drauf haben, erkennen würde, dass wir hier einen kleinen Wasserfall haben. Und er dann zumindest, dass er nicht so abgeht wie der Effective-Mod, weil das fand ich zum Beispiel auch ein bisschen doof. Aber dass er zumindest ein bisschen plätschern macht, ein bisschen... Gut demonstriert, oder? So, hier, finde ich, kommt noch ein Baum hin. Ja, wunderbar. So, und eine Sache, die wir natürlich auch immer wieder brauchen und wo ich nie weiß, wo das letzten Endes ist. Ich glaube hier. Ha, ich bin so gut. Ich kenne mich mittlerweile sogar in meinen Kisten aus. Ist natürlich, wenn wir hier schon so eine Art Brücke wieder bauen, dann muss da unten drunter natürlich auch wieder so eine Invisible Barriere. Alter, ist der Baum riesig. So einen Riesenbaum wollte ich gar nicht. Ich wollte zwar einen größeren Baum, aber doch nicht so einen Oschi. So, guck mal, und hier könnte man es sogar ganz billig machen, indem man einfach so macht. Das sieht man halt nicht. Es ist so nice, aber man könnte auch einfach so machen. Dann sieht es sogar noch besser vor unsichtbar aus. Weil dann sieht man es überhaupt nicht mehr. Ihr hättet keine Ahnung, aber die Fische, die wir hier irgendwann reintun werden, die denken sich, wieso komme ich hier nicht weg? Ich will flussabwärts. Zu meinen Laichgründen. Die sind eigentlich flussaufwärts, aber ist egal. Fische sind dumm. So. Obwohl, ich glaube, das werden die schon wissen. Ich kriege gerade wieder ein bisschen Halsschmerzen. Das ist nicht gut. Ich glaube, das ist vom ganzen Labern. Da habe ich ja öfter mal so ein kleines Problemchen mit. Ne? Wissen wir ja. Wenn meine Stimme wieder versagt. Aber wir sind jetzt eh gleich fertig. Ich packe jetzt hier und da noch ein paar Mossblöcke hin. Und dann werden wir uns vielleicht in der nächsten Folge darum kümmern, dass wir auch mal wieder ein paar Azalea-Büsche und so weiter haben. Und generell hier einfach auch noch ein paar umgefallene Bäume reinpacken. Ein paar Blumen noch hier und da. Und das alles einfach noch ein bisschen schöner machen. Auch wenn man hier wahrscheinlich selten hingehen wird.
soll es trotzdem schön aussehen. Und zumindest, wenn man hier an dem Weg vorbeigeht, dass es hier nicer aussieht. Es sieht so schon ziemlich nice aus, aber noch ein bisschen nicer. Gut, wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.